Ihr steht gerade auf dem Oberdeck und ja, habt den ersten Tag auf eurer Reise verbracht. Schaut so ein bisschen zu den anderen Leuten, die euch begleiten, auch ein paar andere Krieger, Kreuzritter, die ebenso ihr Glück versuchen wollen, die jetzt diese Passage gebucht haben und betrachtet euch so ein bisschen. Das ist also die Mannschaft, mit der ihr diesen Infiltrationsversuch unternehmen müsst. Was sind das für Kreuzritter? Sind das jetzt richtige Ordensritter oder sind das irgendwelche, sage ich mal, Adlige, mit denen haben die Wappenröcke an oder haben sie keine an? Dahergelaufenes Volk möchte man meinen. Schon etwas reicher möchte man meinen. Vielleicht so in die Richtung gut verdienende Handwerker, so wie unser Schmied. Aber überhaupt keine Ordensritter, keine richtige Rüstung, die sie anhaben, keine Ordenszeichen. Also das sind zusammengewürfelte Leute, die jetzt hier versuchen, ja, Frieden zu bringen. Steht gerade so, wie gesagt, auf dem Oberdeck zusammen. Ungefähr in Hörreichweite, als dann der Kapitän auf den Vater zutritt. Ah, der Ozean hat sich verändert. Vor einem Jahr um diese Zeit war er noch anders. Unruhig ist es geworden. Als sitzt dort unten irgendwas und lauert. Wie meint ihr das? Ah, ich habe mich mit den anderen abgesprochen. Die sagen auch, sie sehen keine Heil mehr und so. Ist kälter geworden. Und man spürt so ein, naja, als würde man beobachtet werden, die ganze Zeit. Aber nicht von oben. Eher von unten. Bin mir nicht ganz sicher. Mein Sohn, sei dir gewiss, beobachtet wirst du nur von oben. Unser aller Vater hat ein Auge auf alle unsere kleinen Schäfchen. Vertraue ihm voll und ganz. Suchst du seinen Rat im Gebet? Ja, also schon. Dann vertraue dem Herrn voll und ganz. Ja, und das mit den Haien? Ist ja kein Bauchgefühl. Die sind ja wirklich weg. Nun sind die Haie unsere Nahrung. Also, gibt schon welche, die töten und essen, aber. Also, ich bevorzuge da dann lieber ganz normale Fische so. Seht ihr. Und was fressen die Haie? Andere Fische? Genau. Ist es nicht ein Zeichen Gottes, dass er die Haie von dieser Erde verbannt, um uns mehr Fische für uns Menschen zur Verfügung zu stellen? Stimmt. Also, wir haben mehr Fische. Aber, Das seht ihr. ja, so mehr im Hafen. Jetzt auf offener See sind sie wieder auch weniger geworden. Kapitän schaut sich so ein bisschen um in Richtung Tempelritter, Schmied und Söldner. Ihr seht nicht so aus, als ob ihr schon mal auf See wart. Nun, für mich ist es tatsächlich das erste Mal. Ich hänge so ein bisschen an der Reling. Ich Nein! hätte nicht gedacht, dass es ganz so unrund wird. Ich sag nicht viel. Ihr seht auch nicht so aus, als ob ihr euch irgendwie kennt. Ich habe mich nur gewundert, dass jemand die Passage für euch alle zusammengebucht hat, aber naja, ihr seid ja nicht so zusammenhängend, sag ich mal. Das sehe ich mit meinen Augen. Nun, mich würde wundern, wenn ihr mit etwas anderem sehen könntet. Und ich weiß nicht, ob ich euch dafür nicht verbrennen würde. Aber ihr seht richtig. Wir sind gerade erst durch besondere Umstände vereint, sagen wir es mal so. Ihr Templer seid ja schon alle relativ eingebildet, sag ich mal. Es soll jetzt nicht beleidigend sein, aber ich, Ist es aber. naja, es ist ja schon eine Auszeichnung, wenn man mal im Heiligen Land war. Nun, ja, da habt ihr wohl recht. Also meine einzige Bemerkung, nachdem der Pfaffe so, ja, wie soll man das sagen, so hochtrabend geredet hat, wenn der
Captain vielleicht wieder an mir vorbeigeht, ist nur so ein bla bla bla. Verzeiht, Captain. Ja, du fütterst die Fische, alles gut. Dürfte ich euch um etwas bitten? Ja, mein Junge. Ich habe mir gedacht, dass es hier vielleicht Metallarbeit oder sonstiges für einen Schmied gibt, um mich von diesem Geschaukel abzulenken. Metall auf dem Schiff? Nee, kein Feuer. Gar nichts. Tut mir leid, mein Junge. Also, wir sind keine große Galeere oder sowas. Borgio, tu mir einen Gefallen. Hör auf, die Fische zu füttern. Du verbrauchst nur dein Essen. Du hast doch gehört, die Fische sind im Hafen. Ich will mir Mühe geben. Ich träume mich irgendwo in der dunklen Ecke und setze mich hin. Borgio, lass mich dich doch ein bisschen ablenken. Ich möchte mal sehen, was du nun mit dem Schwerdamm so drauf hast. Ich meine, einen Hammer kannst du wohl halten, nicht? Zeig mir, und ich schmeiß ihm ein Schwert zu. Zeig mir mal, was du mit dem Schwert machen kannst. Jetzt drehe ich mich interessiert natürlich um. Verschränke mal die Arme auch vor der Brust. Und guck mir mal das Schauspiel an. Ich habe keine Kampfausbildung mehr. Nun, dann lass mich dir zumindest ein paar Grundlagen beibringen. Ich verzichte. Wir werden es wohl brauchen. Ich fühle mich nicht besonders. Widersprichst du mir? Ich meine nur... Ach ja. Wahrscheinlich würdest du sowieso nur das Deck ankotzen, ich verstehe schon. Wir kommen darauf zurück. Ja, die Zeit vergeht und vergeht. Ihr seid einen Monat auf See, mit der ihr ja immer so euch an dem Land entlang hangelt, sag ich mal, so dass ihr die Landstriche immer noch sehen könnt. Und dadurch, dass das Wetter relativ kalt ist, ist die Reise auch sehr unangenehm, möchte man meinen. Es ist auch sehr stürmisch. Und wenn ihr dann weiter in den Süden kommt, werdet ihr eher mit Nebel konfrontiert. Nach, ja, wie gesagt, einem Monat wird es etwas staubiger. Und dann könnt ihr erahnen, dass ihr in der Nähe seid. Der Kapitän nimmt auch so ein bisschen die Fahrt heraus. Die Segel werden gerefft. Und ja, er wird dann das Land ansteuern. Haben wir in dem Monat ungefähr feststellen können? Das andere sind im Endeffekt einfach so Glücksritter, oder? Die jetzt auch den Ruf der Kirche und dem Kreuzzug gefolgt sind und im Konstantinopel versuchen, einfach nur Geld, Macht, Ruhm oder ja, Erleuchtung zu erlangen. Ja, genau das. Also Glücksritter, die eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und ja, die versuchen es jetzt eben hier, die Fahrt jetzt darüber war schon ziemlich teuer, aber sie erhoffen sich davon eben nicht auf dem Weg zu sterben, denn der Weg dahin ist auch relativ gefährlich, habe ich ja bereits gesagt. Und ja, sie werden dann direkt vor Konstantinopel gemeinsam mit euch von Bord gehen. Dann eine andere Frage. Nachdem der Captain uns nach dem ersten Tag das gesagt hat, dass zum Beispiel Haie fehlen. Ich glaube, die meisten von uns sind Landratten. Uns wird wahrscheinlich gar nicht auffallen, ob Haie im Wasser sind oder nicht. Aber die andere Frage ist, kriegen wir dieses Gefühl, dass wir beobachtet werden von unten? Oder ist das jetzt mehr so ein Palaver gewesen, so dieses typische Seemannsgarn? Nee, wenn du darauf achtest, wirst du auch bemerken, dass es eine unheilschwangere Stimmung gibt. Na klar, wenn ihr dann so nach einer Woche das Gefühl des Schwankens abgebaut habt, da ihr alle noch nicht wirklich auf See wart oder lange auf See, könnt ihr bemerken, die Sonne sticht von oben nach unten herunter und tut auch so ein bisschen weh, aber sie wärmt euch nicht, was ja normalerweise der Fall wäre. Zudem immer und immer wieder der Nebel. Und auch in dem könnt ihr vermuten, dass der Dinge verbirgt, die gar nicht da sind. Was euch ebenso Rätsel aufgibt, weil ihr es nicht ganz definieren könnt.
Das Wasser unter euch gluckert leise. Immer wieder gibt es ein paar Blasen, die nach oben schieben, aber ihr könnt keinen einzigen Fisch sehen. Keinen Delfin, keine Haie, gar nichts. Als ob das Wasser tot wäre. Die Stimmung an Bord vermutlich dadurch auch gedämpft, ständig. Richtig. Also, man ist jetzt nicht sehr frohen Mutes nach dem Motto, wir ziehen jetzt in den Krieg und töten ein paar Sarazenen, nehmen ganz viel Gold mit nach Hause. Es ist wirklich so, dass man, dass diese gute Stimmung, die man in Venedig noch hatte, sich sehr schnell abbaut. Aber es ist nicht so aggressiv, dass oder nicht so, dass die Leute sich vielleicht irgendwann mal an Bord an den Hals gehen würden. Nicht unbedingt. Es ist eher so, dass man sich sehr still. Es ist eher so, dass man sich sehr schnell hinsetzt und ja, introvertiert wirkt. Zumindest die Glücksritter. Also ich weiß nicht, ob sich das noch auf euch bezieht oder ob ihr versucht, euer Band dann ja, zu schmieden, damit ihr dann miteinander klarkommt. Aber die anderen sind sehr ruhig. Ich glaube eher, dass ich mich, wenn überhaupt, an Borgio ein bisschen mehr gewöhnen werde, weil ich glaube nicht, dass ich mit dem Ordensritter, mit dem Spinalo oder gar mit Gregorio großartig, über was sollte ich mit den zwei reden? Also, das eine ist ein Adliger und das andere ist ein heiliger Mann. Also, beide stehen im finanziellen Wert, wenn man das so sieht, in unserer Gesellschaft um einiges höher. Und der Borgio, das ist wenigstens einer, der vom Handwerk ist. Und vom Handwerk bin ich ja auch. Zwar von einem anderen, aber. Ich werde mich, wenn denn, an Gregorio halten und Beistand und Rat suchen, was ich hier überhaupt mache, etc. Also ich werde versuchen, Poggio ein bisschen unter die Fittiche zu nehmen und ja, ihn ein bisschen zu stehlen und ein bisschen zum Mann zu machen, der ja offensichtlich nicht ist. Und auch, aber andererseits werde ich auch zu Vater Gregorio ein bisschen Kontakt suchen, und, weil ich mich frage, was uns als Christen denn an arabischen Büchern interessieren soll. Nun, Vater, könnt ihr euch das erklären? Warum die Kirche an so alten Büchern der Heiden interessiert ist? Nun, mein Sohn, wir sind alle Kinder Gottes, auch die, die es nicht wahrhaben wollen. Und vieles steht geschrieben, vieles, was wir wissen. Viele Wahrheiten, viel mehr Unwahrheiten. Aber das Wissen kommt direkt nach dem Glauben. Und deshalb werden wir alle diese Werke durchaus werten müssen. Euch ist schon klar, Vater, dass wir den Auftrag haben, diesen Mönch in dieser Stadt zu bestehlen. Im Namen der Kirche. Das waren eindeutig die Worte unseres Auftraggebers. Findet den Mönch und beschafft mir alle seine Schriftrollen, die in seinem Besitz sind. Besonders die auf Arabisch. Um diese davor zu bewahren, zu zerstört zu werden. Von Frevlern. Ah ja. Und so Und das ganz werde ich Interessante. aus der Sache noch nicht schlau. Und das andere ist natürlich, dass sich unser Auftraggeber zuerst genannt hat und dann die Kirche. Und er nicht im Dienste der Kirche dies tut und uns aussendet. Nein, er sendet uns aus in seinem Namen mit der Hand des Papstes über uns. Aber die Schriftrollen sollen an ihn gehen, nicht an die Kirche. Er ist ein Mann der Kirche. Hab Vertrauen. Natürlich habe ich Vertrauen. Und klopft dabei auf meinen Streitkolben. Ich brauche da keine Menschenkenntnis so. Nein! Ich glaube, dass unsere Gruppe sich schon in dem Monat vielleicht nicht anfreundet, aber vielleicht herausfindet, was der eine oder andere vielleicht kann und dass wir abschätzen, wofür wir eigentlich da sein sollen, wenn es soweit kommt.
Ja, also Also ich glaube, dass wir. dass die Rollen irgendwie verteilt sind, das war am Anfang ja auch schon irgendwie klar, dass jeder sein Spezialgebiet hat, der eine we mehr, der andere weniger und dass es so ein Zweckbündnis ist. Das muss man jetzt nicht mögen, aber Hauptsache es funktioniert irgendwie. Ja, man muss jetzt nicht die ganze Zeit, den ganzen Monat miteinander herum ja, irgendwie Geschichten erzählen und sich anfreunden. Das ist ja nicht das Ziel, aber man sollte dann doch, wenn es hart auf hart kommt, aufeinander Rücksicht nehmen. Dann lichtet sich Staub und Nebel und ihr könnt die sieben großen Hügel erkennen, die euch etwas an Rom erinnern. Allerdings ist diese Stadt noch goldener und schimmert noch mehr. Überall darum verteilt könnt ihr erkennen Zelte. Beziehungsweise einen Gürtel, der errichtet worden ist, ein Gürtel von Belagerern. Das Schiff selber wird nicht auf den eigentlichen Hafen zufahren, denn der ist gesichert durch eine Kette, wie euch der Kapitän mitteilt, sondern man wird etwas weiter im Osten den Bosporus versuchen hochzufahren. Dort gibt es natürlich auch eine Kette, die kann man allerdings umgehen, um dann ja, Galata, also eine Halbinsel im Norden der eigentlichen Stadt, zu erreichen. Könnt ihr es einmal hier erkennen. Und von dort aus wird man euch absetzen. Dort wird das Hauptheer der Belagerer sich einfinden. Und ja, dort wird er euch hinbringen. Es dauert noch einige Zeit, nachdem ihr die Stadt gesehen habt. Nach einer Stunde erreicht ihr aber dann den Hafen. Ja, der Kapitän wünscht euch noch alles Gute. Und lässt dann euch und die anderen Reisenden von Bord. Pack da mein Zeug, schulter mein Schild und stapfe erstmal an Land raus und mach so kurz mal zwei, drei Kniebeugen, endlich wieder festen Boden und Füßen zusammen. Außerdem fühlt sich das jetzt wahrscheinlich wieder genau so an, wie sich die Woche auf Bord angefühlt hat, die erste. Auf einmal ist die Bewegung hört auf einmal auf. Ja. Also ich begebe mich auch recht enthusiastisch von Bord und sobald ich meine Füße auf festen Boden gesetzt habe, knie ich mich hin, nehme etwas Sand vom Boden auf und genieße es, ihn zwischen meinen Fingern zu zerreiben. Spoiler, Spoiler. Ich wende mich nochmal dem Kapitän zu, verabschiede mich freundlich von ihm. Gehabt euch wohl, mein Herr, und möge der Herr immer seine schützende Hand über euch führen. Ja, vielen Dank, Vater. Ich hoffe, dass ich wieder zurückkomme. Wie ihr dann von hier aus weiterkommt, keine Ahnung. Ich werde das hier nicht weiter damit angucken. Ich vermute, also die Stimmung ist so geladen, das geht nicht lange gut. Aber ihr macht das schon. Ach so, und ihr solltet euch vielleicht vom Norden der Stadt fernhalten, also Norden von Galata. Die Villen sind wohl besetzt von den richtigen Kreuzrittern, sagte man mir. Aber wenn man dann in Richtung der Zelte kommt, da kann es halt passieren, dass ihr Lepra bekommt oder Syphilis, wenn ihr bei den Franzosen nächtigt oder Typhus oder sowas. Gott bewahre. Ja, ich wünsche euch noch viel Glück und eine gute Reise zu Gesso. Hab Dank. Also wir sind komplett südlich, also bei der Burg der Sieben Türme herum und haben dann die Speerkette bei Lerndeturm durchfahren und sind jetzt irgendwo nördlich bei Pera oder sind wir in Galat selber? Ist die Stadt Galat? Also dieser Stadtteil ist erobert. Genau, also kurz zur Orientierung. Das Hafenbecken an sich ist unbelagert. Es ist einfach nur ein Ring auf dem Landgebiet drumherum, was dann ja belagert wird von Land. Das heißt, ihr habt auch andere Fischer gesehen, die seelenruhig dort angeln und ja, fischen und wieder zurück in den Hafen fahren. Das heißt, die Nahrungsversorgung ist hier auf gar keinen Fall abgeschnitten und ihr konntet auch weitere fremde Schiffe aus anderen Gebieten sehen, unter anderem dann sowas wie Flaggen aus ja, arabischen, mit arabischen Zeichen drauf. Also die Sarazenen beliefern weiterhin diese Stadt.
Und Galata ist eingenommen, sodass dies als Stützpunkt der Christen, der Lateiner gilt. Und von dort aus könnte man jetzt operieren. Allerdings, gerade im Norden ist dann die Verstärkung auf den Mauern natürlich ziemlich groß, sodass man jetzt nicht einfach von Galata über die Brücken laufen kann, um dort dann Einlass zu begehren. Also das wird nicht funktionieren. Und ja, euer Schiff als ja, Venezia mit dem Segel dann dementsprechend wird ja von den Galatäern nicht angegriffen, aber ihr könnt auch so dann den Hafen von Konstantinopel nicht anlaufen, also den richtigen, der hier im Süden ist. Ja, das okay, genau, ja, sehe ich, ja. Und das Gebiet nördlich von Galata ist in sarazenischer oder in christlicher Hand? Nee, alles, was hier Pera ist, das ist dann in christlicher Hand. Das sind Kreuzfahrer, okay. Die sitzen hier drumherum aus verschiedensten Regionen. Deutschland, England, Frankreich, Italien. Da ist ein heilloses Durcheinander, was dann auch dazu sorgt, dass sich die Leute untereinander bekriegen. Naja, weil wenn fremde Sprachen und fremde Kulturen aufeinandertreffen, dann ist da auch ziemlich viel Gewalt im Spiel. Also die negative Stimmung, die sich auf dem Schiff auch ausgebreitet hat, die findet ihr hier auch wieder. Ja, also ich würde sagen, wir sollten unsere Suche möglicherweise hier in den Lagern der Kreuzfahrer beginnen. Vielleicht sollten wir nach jemandem suchen, der uns Auskunft über die derzeitige Lage in der Stadt geben kann und wie man diese möglicherweise betreten kann. Also was haltet ihr davon? Wenn, dann ist es deine Aufgabe. Du kannst dich ja mal umhören. Das hier sind hauptsächlich christliche Kreuzritter und die gehören zu einem verschiedenen Orden. Und du bist selber einer. Also solltest du vielleicht mal jemanden rausfinden und vielleicht Vater Grigori mitnehmen. Und nun, in der Hinsicht tue ich sogar mal so, als wäre ich dein Lakai. Wir haben doch einen eindeutigen Kontaktpunkt hier. Wir müssen richtig, Christos finden. Christos Balerakis finden. Aber soweit ich das verstanden habe, Vater, ist Balerakis in der Stadt, oder nicht? Genau. Wohl wahr, wohl wahr. Nun, dort müssen wir ja erstmal hinkommen. Seht ihr die hohen Mauern? Ich denke nicht, dass sie uns dort einfach so hineingehen lassen. Rossi, ganz kurze Frage. Du hast ganz links außen, für die das hier später mit anhören, ein historisches Bild der Belagerung. Da sieht man zwei Brücken. Die vordere und die hintere. Die hintere sieht aus, als sei sie wirklich gebaut gewesen. Und die vordere sieht aus wie so eine Sturmbrücke. Gab es wirklich diese zwei Brücken, die du auf der rechten Karte hast? Gibt es wirklich diese zwei Brücken? Oder sind die von den... Die sind existent. Also das ist eine Karte des Kreuzzugs. Dementsprechend die beiden Brücken sind existent. Aber natürlich, die Burgtore sind so bewacht, dass man da nicht einfach rüberlaufen kann. Genau, also auf der rechten Karte, auf der, sag ich mal, schöneren, in Klammern neumodischen, genau. Da wo 9 und 10 ist, diese zwei Brücken gibt es also wirklich. Und die werden wahrscheinlich von den Muselmanen natürlich wahrscheinlich immer noch bewacht. Vielleicht werden sogar die Brückentore wahrscheinlich noch in den ihrer Hand. Richtig. Oder sind genau. Die. Okay, gut, na, das wollte ich nur wissen. Also, okay. Alles, was innerhalb dieser strichlierten Linie ist, ist quasi in feindlicher Hand, ne? Also, ja, genau, also das hier ist jetzt die Stadtmauer von Konstantinopel. Genau. Und ja. Alles, was eben hier leicht gelb ist, das ist dann nicht feindliches Gebiet, aber das ist Konstantinopel. Und das alles, was im Norden ist, ist dann Kreuzfahrergebiet und da sind die Fronten verhärtet. Das Goldene Horn, also dieser Fluss, wie der hier heißt, dient dann als natürliche Grenze. Und die Brückenseiten werden von beiden Seiten gehalten. Das heißt, wenn es von konstantinopelischer Seite einen Ausfall geben würde durch die Tore, dann kann der genauso von nördlicher Seite weggeblockt werden. Also okay, die schicken sich da nichts. Gut, also im Endeffekt sind die jeweiligen Tore von den jeweiligen Seiten bewacht. Richtig. Okay, nee, gut, aber passt. Was ist denn mit dem Teil hier? Ist das einfach nur der Karte geschuldet oder ist das wirklich christliches Gebiet? Also? Das wird dann Ausläufer vom Fluss sein, höchstwahrscheinlich so ein kleiner Sand- oder Kiesstrand.
Ja, mit hoher Mauer drumherum. Weil du meinst, weil es gelb ist, richtig? Also, wenn ich das so richtig sehe, dann ist der Fluss da an der schmalsten Stelle, hat eine Breite von 200, 300 Metern. Und auf der Zeichnung links sehe ich auch Schiffe. Das werden also auch irgendwo ein paar Schiffe fahren. Hat er ja gesagt, die Musulmanen beliefern immer noch den südlichen Hafen und außerdem sind noch ganz normale Fischer hier unterwegs. Richtig, genau. Also hier ist der Hafen. Richtig. Die fahren hier nach draußen und das interessiert die Kreuzfahrer interessieren sich für dieses Gebiet nicht. Die haben wohl keine Schiffe vor Ort oder sehr, sehr wenig. Also viel zu wenig für das Verhältnis, was sie hier eigentlich haben sollten. Die können also keine Blockade. Sie können keine Blockade aufbauen. Offensichtlich nicht. Den Grund dafür kennt ihr aktuell nicht. Ja, ja, und klar, hier aus Blockade dem haben. Südosten kommen dann immer ab und zu wieder ein paar Schiffe mit den arabischen Zeichen drauf und beliefern dann die Stadt. Also eine sehr ineffektive Belagerung. Das kann jahrelang gehen und ja, die liegen hier auch schon ein paar Jahre davor und haben schlechte Laune. Gibt es, also wo sind Burgtore? Offensichtlich da, wo die Brücken sind, wird es wahrscheinlich welche geben, weil sonst machen die Brücken nicht so viel Sinn, ne? Genau. Gibt es auf den anderen Seiten irgendwo noch Tore? Also das sind wahrscheinlich alles, diese großen Dinger sind Türme, oder? Achso, da steht die Tor überall, Entschuldigung. Richtig. Okay, also das sind nicht Türme, das sind Tore. Ein, was gäbe, ist genug. Okay. Aber auch hier sitzen dann die Belagerer in so einem kleinen Kreis, damit sie nicht angegriffen werden können. Aber das wirkliche Zentrum ist dann Galata, da haben sich dann alle Leute zurückgezogen. Da gibt es dann auch noch befestigte Häuser, die sind wie gesagt dann nur für den Adel in Anführungsstrichen. Wenn ihr euch im Hafen kurz umhört, könnt ihr dann auch von verschiedenen Gräfen und Baronen hören, die sich auch hier aufhalten und ein Stück vom Kuchen abhaben, wenn es dann bald soweit ist. Und sich das dann unter den Nagel reißen. Und die sitzen dann... Ja, aber die werden doch jetzt keine europäisch aussehenden Leute da reinlassen, oder? Das ja, Problem ist ja... Kommt drauf an. Also die Stadt selber genau. Ist ein Schmelztiegel, ein richtiger Hexenkessel. Da gibt es alles an Bevölkerung. Dadurch, dass das auch eine christliche Stadt ist, war, man weiß es nicht so genau, sind da auch viele Leute, die ja, aus Frankreich oder aus Italien kommen, Griechen, Türken bzw. Byzantiner, da ist alles drin versammelt und von hier aus zieht man dann gegen die Araber, gegen die Sarazenen. Das Problem ist nur, dass man jetzt vor einiger Zeit alle Lateiner aus der Stadt vertrieben hat und die Lateiner sitzen immer noch hier in der Nähe, wurden jetzt verjagt aus ihren Häusern, die sie seit einiger Zeit inne hatten. Und warten eigentlich jetzt auch darauf, dass sie wieder zurück in die Stadt können. Aber das funktioniert natürlich erst, wenn die Stadt erobert wurde. Und ich hätte eine Idee, wenn ich mir jetzt die Karte angucke, und zwar die rechte, die schönere. Da gibt es einen hübschen kleinen Fluss, und zwar den Lykos. Und der führt genau in die Stadt rein. Wenn wir die Möglichkeit hätten, da hinzukommen und mal uns anzugucken, wie der Fluss bitteschön die Tormauer durchdringt. Hat der zum Beispiel ein Gitter oder irgendetwas, beziehungsweise ist der stark bewacht? Das wird dir sicherlich jemand sagen können. Hä? Das wird dir sicherlich jemand sagen können. Natürlich, ich meine jetzt nur, das ist jetzt alles für uns, eine Idee, schon mal reinzukommen. Irgendwie müssen wir, also das wäre jetzt als allererstes meine Idee zu sagen, wir versuchen rüberzukommen nach Kosmidon und dann an den Lykos heranzukommen und dann dem Lykos zu folgen und dann so vielleicht durch die Kanalisation, durch das Flussbett in die Stadt reinzukommen. Kann natürlich sein, dass das gar nicht klappt, aber das ist erstmal so die erste Idee, die ich sehe für eine kleinere Gruppe. Weil ich glaube... Hat die Stadt denn überhaupt eine Kanalisation? Meine Idee wäre eine ganz andere. Ich meine, wir sind Italiener, das heißt, wir schauen eh schon ein bisschen also südländisch aus, wenn wir uns irgendwie mit der passenden Kleidung versehen, dann könnten wir einfach durch die Stadttore reingehen. Möglicherweise in der Dämmerung oder gar in der nächtlichen Zeit. Dann werden die Stadttore zu sein. Doch dann... Keiner spricht Arabisch. Doch in jedem Fall ist die Zeit, die wir in der Stadt verbringen können, sehr begrenzt. Wir sollten vielleicht zuvor schon Erkundigungen einholen und vielleicht den Laden dieses Christos Badarakis ausfindig machen,
so er denn sich überhaupt noch in der Stadt befindet. Denn seinem Namen nach klingt er doch eher nach einem Lateiner.